Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück. So, auf den Weg hier zu dem Häuschen. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Das sieht aber wie ein Shelter aus. Steht sogar dran. Okay. Da würden 1, 2, 3, 4 Werkbanken passen und ein so ein Ding. Da hinten stehen bereits ein, zwei Kisten. Ein, zwei Kisten. Okay, können wir hier auch irgendwie so ein bisschen cheaten. Da könnten auch nochmal 1, 2, 3, 4 Dinger hin. Ja, da können noch so einige hin. Da ist so eine Art Küche. Ah, hier in diesem Einraum hier ist auch nichts weiter mehr, oder? Doch, da könnte auch noch ein großes Teil hin und eine Kiste. Also insgesamt 5 Werkbänke. So gesehen. Wäre auch nicht so schlecht, weil es hier relativ dicht beim Wasser ist. Und wo war der andere nochmal? Hier oben, ne? Da, wo wir uns ein Dings hingelegt haben. Da wäre da Wasser in der Nähe. Wäre auch nicht so weit weg. Ich meine, wenn ich das so von hier vergleiche, von da bis zum Wasser, klar, ist weitaus dichter dran. Aber ich denke mal, von da hinten aus wird später interessanter werden, die Ausflüge zu machen, ne? Hier ist auf längere Zeit gesehen ja nicht mehr so viel. Auf jeden Fall 5 und jede Menge kleine Teile. Mal gucken, hier hinten war ja auch noch ein so ein großes Haus. Ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Können wir hier noch irgendwie... Da... Dann stellen wir uns gleich mal die Pfeile nochmal her. Dann kommt auch so langsam der Abend schon, wa? Laufen wir mal Richtung Lager, weil ich glaube beim Lager da auf dem Weg dahin auf der linken Seite war ja auch so ein großes Haus. Da haben wir auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ja, da ist es ja schon. Gucken wir da mal kurz rein. Ich meine, da ist von riesen Vorteil, da kann man sich schön oben draufstellen auf das Vordach da und vom Vordach dann runterschießen. Also ich glaube, viel besser geht es im Prinzip nicht mehr. Oh, wir bekommen Durst. So, mal gucken. Hier draußen kann irgendwelche Sachen. Und da kriegt man auf jeden Fall ein Teil schon mal unter. Eine große Werkbank oder so. Kann hier auch irgendwie so? Nee. Hier ist die zweite. Sieht sogar noch größer aus im Prinzip. Da sind ein paar blaue. Da ist eine Kiste. Na, ich sag mal so, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass man hier weniger reinbauen könnte als in dem anderen Haus.
Zumal es ja auch noch ein Obergeschoss gibt, da wird man hoffentlich auch noch ein bisschen was reinpacken können, ne? Da kann man auf jeden Fall zwei unterbringen. Ja, das wird schon mehr sein. Wir probieren das einfach mal. Gehen jetzt erstmal zurück, füllen unser Wasser auf. Dann holen wir uns bei unserem anderen Häuschen gleich nochmal ein bisschen Munition. Stellen wir uns nochmal her für die Waffe. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Steine. Also können wir schon mal ein paar Steine hier eigentlich sammeln. Zack, da ihr seht. So, das da rein. Das da rein. Den einen hier raus. Jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Nee. So, halt, ihr seht einmal hier. So, den trinken wir hier seht auf. 10. So, einmal schnell ein bisschen Holz holen. Ach, der fällt schon. Okay. Auch weg. So. Zack. So, Access Inventory. Okay, Holz rein. Wo ist Holz? Da bin ich blind. Da. Und an geht's. So, jetzt kann er erstmal eine ganze Menge Wasser hier stellen. Da pfeifen wir uns mal rein. Was können wir hier jetzt so zerlegen? Die können wir zerlegen. Die können wir zerlegen. Die Jacke, würde ich sagen, können wir zerlegen. Das Laptop. Okay, na, behalten wir das erstmal noch, was für dafür verwendet werden kann. So, dann können wir jetzt hier was wegpacken. Das kann weg. Die leere Flasche kommt da schon mal wieder rein. Da sind schon 50. Die können da rein. Die können da noch eben mit rein. Können hier noch ein bisschen Klamotten-Krimskrams rein. So, und da. Bei der Kiste war ich gerade, oder? Da sind auch nochmal solche drin, können wir glaube ich mal tauschen, ey. Die da mit rein, das Laptop kommt ja auch erstmal mit rein. Die da rein, die Teile da rein, das da rein. Okay. Die lassen wir auch mal hier.
Bisschen Kunststoff können wir schon mal hier lassen. So viel brauchen wir eh nicht. Da mit rein. Hellfunder ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Könnten wir vielleicht auch mal irgendwo den Alkohol da erstmal rein. So, Essen, Munition, Munition. Das nehmen wir mal hier so ein bisschen sortieren. Der ist so ein bisschen sortiert, dass man sie mal ein bisschen zugeordnet hat. Kann auch noch erstmal da bleiben. Gut. Da irgendwas zerlegen, haben wir hier noch was Besonderes. Den könnten wir uns vielleicht herstellen, ne? Plywood. Und Wood. Ich weiß immer gar nicht, wo wir das Plywood hier kriegen. Könnten wir höchstens da unten gleich nochmal gucken, in dem anderen Lager, ob wir es da auch noch kriegen. Ich glaube, sonst haben wir hier so nichts davon, ne? Mein zwei davon hätten wir, also den Bogen könnten wir uns herstellen. So ist es nicht. Na, ich würde sagen, ist hier nicht noch irgendwo, hier hinten war glaube ich immer einer, ne? Stein. Wir sammeln auf jeden Fall schon mal noch ein bisschen Stein. Das brauchen wir nicht noch für die andere Munition. Steine genug haben wir. Ich würde sagen, wir holen auch gleich noch mal ein ganz bisschen Holz. Dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen Holz mehr. Gut. Zack, Tür zu. Das sagt unser Zeugs hier fünfmal schon wieder Wasser. Das ist gut. Das kann alles hinkochen. So, das stecke ich auf jeden Fall schon mal ein, die Kohle. Haben wir hier nicht noch ein bisschen Kohle? Zack. So, die nehme ich auf jeden Fall mit. Da wollen wir nichts riskieren hier. Das wäre es soweit. Ne, Kunststoff haben wir, die Chemikalien haben wir. Hatten wir hier nicht noch irgendwo da? Ich glaube, ich werde die Batterien noch zerlegen. Da müssen wir uns zwar noch eben neue Batterien holen, aber dann haben wir noch mal ein bisschen Chemikalien. Damit wir uns ein paar mehr Patronen noch herstellen können. Gut. Und Nägel werden wir auch noch im einige zerlegen. So, zwei Stück noch. Okay. Was gibt es denn daraus? Ammoniak. Okay, die können wir auch. Na,
Dann machen wir mal erstmal nur ein. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz genau, ob man das noch irgendwo mal für braucht, das Ammoniak. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Dann nehmen wir nochmal zweimal Wasser mit. Füllen wir hier erstmal unseren Vorrat ein bisschen auf, wa? So, zack, noch einen. Noch einen. So, und einen kippen wir uns noch rein. Sehr schön. Davon hauen wir uns gleich auch nochmal ein paar rein. Können wir auch mal ein paar mehr pflücken, wa? So, die da rein. Okay, und dann würde ich sagen, einmal hier Richtung Basis am Berghang. Zack. So. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dort müssen wir nochmal eine Menge Munition herstellen. Ja, und dann kann es auch schon fast losgehen, ne? Richtung Anam Chelter. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.